Hallo, mein Name ist Stefan Holstein. Das ist die Videoserie Wie handelt man Bitcoins? Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr das Video, wenn euch das Video gefällt und ihr den Like-Button dann drückt. Außerdem, wie immer, die Plattform, die ich benutze, habe ich euch unten gelinkt. Und außerdem auch wie immer, das ist eine Videoserie. Abonniert meinen Kanal und guckt alle diese Videos. Thema jetzt: Tipp für Trading-Anfänger. Wenn ihr anfangt mit Bitcoins zu traden und ihr denkt, ja, jetzt geht's los, ich verdiene hier eine Menge Geld und ihr überweist euch 100 oder 500 oder was weiß ich Euro auf zu eurer Trading-Plattform und wollt dann anfangen zu handeln, dann gebe ich euch jetzt mal Folgendes zu bedenken. Man sagt, 5% aller Trader verdienen Geld, 95% aller Trader verlieren Geld. Es gibt auch Leute, die sagen, so krass ist es nicht. 10% aller Trader gewinnen Geld, 90% verlieren Geld. Okay, gehen wir mal davon aus, es sind 10%, die Geld verdienen. Das heißt, von 100 Tradern verdienen 10 Leute Geld und 90 Leute verlieren Geld. Ob ihr Geld verliert oder Geld gewinnt, hängt stark damit zusammen, ob ihr gut seid im Traden, ob ihr Erfahrung habt, ob ihr also, dass ihr eine Weile macht, ob ihr die Tricks kennt und die Strategien kennt und wisst, wann man was macht und welche Fehler man vermeidet. Davon hängt stark ab, wie gut ihr seid. Und ihr müsst bedenken, von den Leuten, die traden, also von den 100 Leuten, die jetzt im Beispiel traden, gibt es viele Leute, die machen das schon seit Jahren. Die haben sehr viel Erfahrung. Und dann gibt es da Profi-Trader, die werden bezahlt. Von Banken oder großen Firmen werden die kriegen ein Festgehalt und Geld von der Firma und dann sitzen die alle in dem Büro und machen den Tag nichts als über als traden, um Geld zu verdienen für die Firma. Die haben Ahnung. So, wie hoch ist die Chance, dass wenn ihr einsteigt, dass ihr Geld verdient direkt von Anfang an? Nicht sehr hoch. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr anfangt mit traden, benutzt wenig Geld. Egal wie viel Geld ihr euch überwiesen habt, tradet am Anfang nur mit 10 Euro pro Trade, tradet mit wenig Geld. Es kann euch dann passieren, dass ihr nachher sagt, oh, ich hätte Geld gemacht, hätte ich getradet, hätte ich Geld gemacht. Aber da tritt eine wichtige Regel in Kraft, nämlich Geld, das man nicht gemacht hat, darf einen nicht ärgern. Geld, das man verloren hat, darf einen schon nicht ärgern. Aber zu denken, ich hätte, wenn ich hätte Geld gemacht, das darf einen nicht ärgern, weil wir müssen mit psychologischer Distanz daran gehen. Wir müssen immer cool bleiben, nicht sagen, jetzt muss ich, jetzt will ich, oh Gott, jetzt habe ich. Wir brauchen eine gewisse psychologische Distanz, sonst machen wir Fehler oder lassen uns hinreißen zu Fehlkäufen oder verkaufen zu früh. Diese ganzen psychologischen Fehler, ich spreche in der Videoserie irgendwann noch darüber. Deshalb müssen wir Distanz wahren. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, hätte ich investiert, hätte ich Geld gewonnen, oh Gott, ist schon grundsätzlich falsch, weil das führt dich dazu zu denken, ich muss jetzt investieren und das führt dich dazu, eher tendenziell Geld zu verlieren. Also Geld, das du nicht gewonnen hast, weil du nicht investiert hast, ist trotzdem vollkommen okay. Das ist vollkommen okay für dich. Also trade am Anfang mit wenig Geld. Es gibt auch. Wenn du nicht mal das willst, gibt es Plattformen, da kannst du mit Spielgeld traden. Die geben dir Spielgeld und du kannst einfach traden und gucken, ob du Geld verdient hättest. Heb dir das Geld auf für später, wenn du besser weißt, wie man tradet, weil selbst dann kannst du noch sehr leicht Geld verlieren. Selbst wenn du richtig Ahnung hast, kannst du noch sehr leicht Geld verlieren, weil Traden nämlich schwierig ist. Ich spreche darüber in den anderen Videos. Mit den Videos über Psychologie guckt auf meinem Kanal. Das war der Einstiegstipp. Wie hoch ist die Chance, dass du, als wenn du wirklich keine Ahnung hast, Geld verlierst? Und wie hoch ist die Chance, dass du wirklich Geld verdienst? Die Chance steigt, dass du tatsächlich Geld verdienen kannst, wenn du Ahnung hast, aber die ist am Anfang noch nicht so hoch. Also steigt vielleicht nicht am Anfang voll ein mit total viel Geld. Wenn du schon eingestiegen bist, schon Geld verloren hast, keine Ahnung, musst du wissen, ob du weiter tradest oder nicht. Das bleibt dir überlassen, aber wenn jeder, der jetzt hier noch Anfänger ist, guckt erstmal alle meine Videos, damit ihr schon mal Ahnung habt, was ihr macht. Denn die stellen gutes Basiswissen zusammen, Fehler, Tricks, Sachen, die man machen kann und
Guckt auch Videos von anderen Leuten auf anderen YouTube-Channels. Macht euch da richtig fit und geht am Anfang ein bisschen locker rein, mit weniger Geld rein in die Trades. So, das war dieses Video über Vorsicht, wenn ihr noch keine Ahnung habt. Das kann sich wirklich nur lohnen. Vielen Dank fürs Zugucken.